Hallo, das ist das Video Nummer 6, das Thema gebrochen rationale Funktionen. In diesem Video möchte ich euch den Unterschied zwischen Definitionsbereich und Polstelle und senkrechte Asymptote erklären. Also das ist ganz einfach, Definitionsbereich ist immer alle reelle Zahlen außer Nullstellen von Nenner. Zum Beispiel, wenn ich x minus 1 gleich 0 setze, dann haben wir x gleich 1, alle reelle Zahlen außer 1. Definitionsbereich. Um die Polstelle zu finden, müssen wir den Nenner gleich 0 setzen. Richtig? Das heißt, x gleich 1 ist eine Polstelle. Oder eine senkrechte Asymptote. Gleiche Bedeutung und gehört nicht zu dem Definitionsbereich, wie du siehst. Genauso hier, Definitionsbereich, alle reelle Zahlen minus x minus 1 gleich 0 setzen. X gleich 1 ist die Antwort, die Lösung, also außer 1. Also x gleich 1 ist eine Polstelle oder senkrechte Asymptote. Aber das kann sein, dass wir hier wegkürzen können, zum Beispiel hier. Hier kann ich x plus 1 und x plus 1 wegkürzen, dann bleiben x plus 2 übrig. Richtig? So, in diesem Fall müssen wir vor dem Wegkürzen den Definitionsbereich bestimmen. Also Definitionsbereich von f gleich alle reelle Zahlen minus x plus 1 gleich 0 setzen. Also x gleich minus 1. Minus minus 1. Das heißt, minus 1 gehört nicht zu dem Definitionsbereich. Oder schreibt man manchmal so. Gut. Jetzt können wir wegkürzen. Also immer vor dem Wegkürzen, immer zuerst den Definitionsbereich bestimmen. Das ist der Punkt. Also f von x gleich x plus 2. Wie du siehst, das ist eine Gerade. X plus 2. Das ist x, y gleich x, das x plus 2 geht 1, 2 nach oben. Das ist x plus 2. Und bei minus 1 ist da, bei minus 1 haben wir eine Lücke, damit ein Unterschied zwischen f von x gleich x plus 2 dieser Funktion und dieser Funktion gibt. Das heißt, hier haben wir eine Lücke. Und dann geht ein Teil so und ein Teil so weiter. Gut, das wollte ich euch zeigen. In diesem Fall haben wir keine Polstelle. Also wenn wir wegkürzen, haben wir x plus 2, keine Polstelle. Aber Definitionsbereich ist alle reelle Zahlen minus außer minus 1. Richtig? Keine senkrechte Asymptote, keine Polstelle, aber Definitionsbereich hat, aber die Funktion hat trotzdem eine Lücke. Nächste Aufgabe, den Definitionsbereich bestimmen, also x minus 2 gleich 0 setzen, x gleich plus 2. Also Definitionsbereich, alle reelle Zahlen außer 2. Aber wenn wir die 2 in den Term oben im Zähler einsetzen, kriegen wir die Zahl 0 raus. Das heißt, die Nullstelle vom Nenner ist gleichzeitig eine Nullstelle vom Zähler. Das heißt, x² minus 5x plus 6 ist durch x minus 2 teilbar. Von daher, x gleich 2 ist keine Polstelle, also keine senkrechte Asymptote. Man kann x² minus 5x plus 6 durch x minus 2 teilen, also Polynomdivision machen, oder man kann mit PQ-Formel weiterrechnen, um die Nullstellen von Zähler zu finden und den Zähler als ein Produkt aus zwei Faktoren schreiben. Also mit PQ-Formel mache ich hier weiter. P ist gleich minus 5. Q ist gleich 6. x1 und x2 sind gleich minus p halb, minus minus 5 halb, also plus 5 halb, plus minus Wurzel aus, p halb zum Quadrat minus q. Also dann haben wir zwei Nullstellen. Also 5 halb plus minus 1 halb. Das heißt, eine Nullstelle ist gleich 3 und eine Nullstelle ist gleich 2. Hier diesen Term kann ich so, dieses Polynom kann ich so umformen. X minus 3 mal x minus 2 geteilt durch x minus 2. Hier, wenn ich x minus 3 gleich 0 setze, x ist gleich 3. Und hier, wenn ich x minus 2 gleich 0 setze, x ist gleich 2. Das heißt, man kann hier eigentlich wegkürzen.
dann bleibt eigentlich x minus 3 übrig. Das heißt, wir haben keine Polstelle. Warum? Weil die Nullstelle vom Nenner gleichzeitig eine Nullstelle von Zähler ist. Haben wir keine Polstelle, haben wir keine senkrechte Asymptote. So, der Graph dieser Funktion sieht x minus 3, minus 1, minus 2, minus 3 so aus. Und bei minus 2 und bei plus 2, also Definitionsbereich, alle reelle Zahlen minus 2. Vor dem Kurzen müssen wir den Definitionsbereich immer bestimmen. Bei plus 2, also 2 hier, haben wir eine Lücke. So. Geht hier weiter und geht hier weiter. Hier kannst du auch mit Polynomdivision durch x minus 2 teilen, um den anderen Teil zu finden. Oder PQ-Formel, wie wir gemacht haben. So, x hoch 3 minus 5x plus 4 geteilt durch x minus 1. Definitionsbereich an allererster Stelle bestimmen. Alle reelle Zahlen minus oder außer x minus 1 gleich 0 setzen. X gleich 1. Fertig. Ist x gleich 1 auch eine Polstelle oder eine senkrechte Asymptote? Setzen wir hier oben ein. 1 hoch 3 minus 5 mal 1 plus 4. Haben wir gleich 0 oder nicht? Ja, gleich 0, also x gleich 1 ist keine senkrechte Asymptote, auch keine Polstelle. Heißt keine Polstelle. So, was sollen wir machen? Polynomdivision. X hoch 3 minus 5x plus 4 geteilt durch x minus 1 mal x zum Quadrat machen. Dann haben wir x Quadrat mal x, x hoch 3, Vorzeichen wechseln. X² mal minus 1 minus x², Vorzeichen wechseln, plus x². Dann haben wir x² minus 5x, machen wir plus x, x mal x, x², Vorzeichen wechseln, minus x², x mal minus 1 minus x, Vorzeichen wechseln, plus x, minus 5x plus x, minus 4x plus 4, machen wir minus 4, minus 4 mal x, minus 4x, Vorzeichen wechseln, plus 4x, minus 4 mal minus 1, plus 4, Vorzeichen wechseln, minus 4. Insgesamt haben wir 0. Wir müssen zu 0 kommen hier. Warum? Weil x plus 1 eine Nullstelle ist hier. Weil wir durch x minus 1 geteilt haben. Also das heißt, x hoch 3 minus 5x plus 4 ist gleich x minus 1 mal x Quadrat plus x minus 4. Also dann wir schreiben hier x minus 1. Jetzt können wir kürzen. Gleich x Quadrat plus x minus 4. Und das ist eine Parabel. Und diese Parabel hat eine Lücke bei x gleich 1. Das musst du beachten. Also ganz allgemein gesagt, vor dem Wegkürzen immer den Definitionsbereich bestimmen und danach gucken, ob eine Polstelle vorhanden ist, also den Nenner gleich 0 setzen, eine Lösung finden und die Lösung auch in den Zähler einsetzen, hier oben einsetzen und gucken, ob das Ergebnis gleich 0 ist. Also wenn die Nullstellen vom Nenner auch Nullstellen vom Zähler sind, haben wir keine Polstelle. Das heißt, wir können wegkürzen quasi, einfach gesagt. So, alles Gute, das wollte ich euch auch zeigen und sagen. Falls du Fragen hast, einfach kommentieren. Tschüss.